Und herzlich willkommen zurück zu Minecraft Power World. Ja, ich habe jetzt eine 1,5 Wochen, knapp 2 Wochen Sommerpause für mich gemacht. Ich habe das jetzt hier angekündigt, weil es kam keine Videos, also ich hatte noch Videos, hatte sie noch öffentlich gestellt, habe gesagt, okay, jetzt brauchst du mal einfach nur eine Pause von allem. Und dann dachte ich mir, ey, was übelst Bock wieder auf Minecraft. Und so ist es nämlich auch. Ich habe jetzt in der Zeit wieder was geschaffen. Das heißt, wir haben noch ein Haus fertig bekommen. Das war jetzt gestern. Ist das ein bisschen fertig geworden? Das steht da vorne. Da gehen wir gleich hin. Und noch eine zweite Sache. Das ist schon der Untergang, beziehungsweise die Durchbrückung des Flusses mit einer kleinen Kombination. Und zwar mit der Mauer. Da, deswegen habe ich noch Steine im Inventar. Wo es weiter hingehen soll, ist, dass wir heute das Lager bauen bei mir. Und zwar die ganzen Items, die kommen, werden in Dwarf eingepackt. Werden dann nach und nach weiter ausgebaut. Das heißt, ich muss nur off-Session auf jeden Fall Diamanten oder Emeralds farmen, ohne Ende. Was natürlich passieren kann. Und dann werden die upgegradet, dass wir auf jeden Fall genug Items da drin lagern können und da reinpacken können. Jetzt gehen wir mal euch das zeigen, was hier passiert. Hier ist ein kleiner Weg. Das Haus kennen wir natürlich. Das wird auch noch weitergemacht. Da fehlt noch der Innenhof. Das muss aber kombiniert werden mit der Mauer. Die wird aber abhängig davon gebaut, was noch dazu kommt. Vor uns links sehen wir das neue. Das ist die Unterbrückung. Die ist noch nicht fertig. Und hier ist das Haus, was fertig ist. Beziehungsweise es fehlt, glaube ich, noch ein bisschen Wolle in dem Heim, oder? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich saufe mal hier gerade was. Ich hatte erst einen anderen Ansatz. Den haben wir ja abgerissen. Da kann ich mich noch dran erinnern. Deswegen ist ja noch dieser Weg hier. Bin jetzt. Es ist einmal abgefackelt. Weil so ein scheiß Skelett mit Feuerpfeilen hier drauf geschossen hat. Warum dann auch das übertriggert? Keine Ahnung. Rettung ging schnell. Hatte alles. Ja, außer wie Wolle hatte ich an Materialien eigentlich fast alles. Wie man sehen kann, ist das eigentlich ein ganz nettes Haus geworden. Hier fehlt eine Fackel. Ich habe noch eine. Da fehlen noch ein paar Zäune. Ah, apropos Zäune. Die sind mir dann wohl alle abgefackelt. Gut, das macht nichts. Wie man sieht, hier ist ein absolut schönes Haus. Hier ist ein Bett. Hier kommt noch ein bisschen Dekokram rein. Die Aussicht nach hier soll vielleicht in einen Wald reingehen. So wie jetzt ist, dass der jetzt vielleicht der Mittelpunkt ist. Darum ein paar Bäume oder so. Müssen wir mal gucken. Hier können wir dann auf den Innenhof gucken. Und da unten den Kran, der noch hinkommt, beziehungsweise da kommen zwei Kräne hin. Und dann haben wir noch hier diesen komischen Schrein, den wir vielleicht auch noch benutzen werden. Da muss ich aber jetzt gucken und meine Ideen auch ausforschen, weil ich noch nicht weiß, wie ich das nachbilden soll. In dem ganzen Zeug. Wie gesagt, Deko kommt dann hier rein. Hier gibt es schon ein paar Deko-Dinger hier so. Und das ist eigentlich ganz gut, die Sawbench. Muss halt so eine Säge haben. Ah ne, da macht man sie rein. Irgendwie. Ah, da muss man, glaube ich, die Säge haben, dann kann man es machen. Habe ich die denn hier irgendwo kleben schon? Hier ist Architektentable. Ne, habe ich, glaube ich, noch nicht so aufgestellt. Da sollten eigentlich noch so eine. So Weapon Racks hin, wo halt die Werkzeuge rankommen. Natürlich, klar, am Bett hier vorne stehen, dass wir was machen können. So, hier haben wir jetzt so eine Art. Alles klar, ich frage nicht, warum mir was fehlt. So eine Art Stein-Sandstone-Turm. Jeweils auf 4 Ecken. Denn das ist so, dass man jetzt sehen kann, okay, ich musste das ein bisschen versetzen, ich habe erst den da hinten gesetzt. Ne, ich habe erst den hier vorne im Wasser gesetzt, weil der eigentlich der nächste ist, den eigentlich für mich ganz okay war. Also dann habe ich geguckt, wie weit die Reichweite von dem einen ging. Und man sieht ja hier, geht es dann hier so durch. Da, die Seiten werden dann halt entweder zugemacht oder bleiben offen, je nachdem, wie ich das schauen möchte. Und hier geht dann halt der Fluss weiter, halt wegen der Mauer, die ja auch noch dahin kommen soll. Eventuell kommt dann das Gleiche, was an den Mauern ist, als Muster kommt dann hier in die beiden offenen Stellen, die hier sind, dazwischen. Und wenn dann dafür genutzt, Platz haben wir da auf jeden Fall, wenn man das jetzt sieht. Da könnten wir 4 bis da alles an Mauer ranziehen, machen das gleiche Mauer. Müsste natürlich einfach die Seiten abreißen. Ich habe das jetzt mal gleichmäßig hochgezogen, dass es auf jeden Fall ganz gut aussieht. Man sieht, der ist auf jeden Fall, ich finde das Muster ganz okay. Und das soll auch so beibehalten werden. Hier oben kommt dann, ich weiß noch nicht, was drauf kommt. Und da kommt hier ein Glockenturm drauf. Einfach nur ein Turm. Ein schlichter, einfacher Turm. Oder so eine Art Platz, wo halt irgendwas draufsteht. Oder es einfach nur genutzt wird als Leuchtturm. Oder so. Kann man ja auch nutzen. Ne? Als Zwischenpunkt. Es wird schon wieder dunkel. Und hier ist dann halt noch unsere Mauer. Die habe ich jetzt auch schon ein bisschen weitergezogen. Die geht jetzt auf jeden Fall so um Eck, wenn wir jetzt ein bisschen gucken können. Auf der. Ihr seht jetzt die Maus nicht, aber es geht halt da unten schon um Eck, geht schon drum. Ein bisschen Mühe geben, dass ich da auf jeden Fall ein bisschen am Wochenende was geschafft habe. Und die Folge kommt jetzt am Donnerstag. Am Donnerstag kommt die jetzt raus, weil ich habe noch eine alte Folge, habe ich noch offen. Die habe ich jetzt fertig gemacht. Die war noch mit Centus zusammen. Da haben wir gar nicht viel geschafft, da haben wir nur viel gequasselt, ein bisschen Blödsinn gemacht, wie immer. Also wenn wir eine Folge schaffen, schaffen wir eine und die zweite machen wir da meist Blödsinn.
Hier ist dann, wie gesagt, die zweite Mauer. Da kommen wir dann auch fast wieder zurück nach Hause. Die soll aber auch nicht hier enden. Also die soll hier schon enden mit dem Turm. Eventuell aber mit einer kleinen Ausbuchtung ins Wasser, in Wasser rein. Hier so. Gucken, wie das noch so weiterging, weil ich kann ja noch bis. Nochmal rübergehen könnte ich. Bis hier vorne könnte ich auch noch gehen. Und ab hier vorne an dem Ding würde ich vielleicht Ende machen. Dass es da weitergeht. Na komm. Danke. Das Schild blockt auf jeden Fall die Hälfte. Also blockt auf jeden Fall 2 oder 3 Schaden ab. Beziehungsweise es gibt meistens einen Recover-Shot dafür. Dass auf jeden Fall die Gegner auf jeden Fall Schaden dazu kriegen. Manchmal passiert es auch, manchmal auch nicht. Meine Schafe sind tot wegen dem Wespen wieder. Also der Swarm kam wieder. Und das war halt immer wieder ein bisschen sehr ärgerlich, die ganze Situation hier. Ich habe jetzt mittlerweile auch einen Bogen ausgerüstet. Weil, wenn du jetzt unterwegs bist oder so und irgendwas fliegt oder diese Pelikane, die auf dem Keks gehen. Bogen. Batz. An den Kopf geschossen. Hier oben keine Wassertherme. Habe ich mir hier unter Wasser gesetzt. Was mich gerade wundert, sind die. Ich wollte gerade sagen, wo sind die ganzen Tiere da unten in meinem Drogenlabor? Ja, heute wird noch ein bisschen das Lager gebaut. Ich suche die Tiere dann halt auf oder halt im Zeitraffer jetzt ganz schnell noch ein. Das soll uns ja nicht viel aufhalten. Deswegen hole ich mir gleich das Holz. Ich arbeite hier mit Oakwood. Dorn, weil ich das am meisten habe, auch mit Oakwood viel arbeite. Viel mit daraus Sticks machen, den ganzen, ist ja klar, hier ist ja auch eine Oakwood Slabs und den ganzen. Damit habe ich ja angefangen, bevor ich dann in die Birke reingegangen bin. Da hinten in mein Haus. Also ich wechsle auch schon gerade die Muster. Man sieht ja von Haus zu Haus klar, die Struktur von den neueren Häusern bleibt so. Aber ich nutze dann viel unterschiedliche Holzsorten derzeitig. Weil es einfach übelst viel Spaß macht, da ein bisschen rumzufuschen. Arbeitet der noch oder ist hier leer? Er ist voll, ne? Ja. Das habe ich mir schon fast gedacht. Da können wir noch ein bisschen auch gut hier reinklatschen. So. Das muss ich leider erst wieder hier reinpacken. Keine Ahnung, ich brauche bestimmt ein bisschen. Nicht nur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Stacks nehme ich mit. Sollte eventuell reichen. Machen wir das so. Ich hoffe, dass es reicht. Manchmal komme ich damit aus, manchmal auch gar nicht. Das soll ja nicht so sein. Ich weiß noch nicht, wie viele du brauchst. Aber ich brauche auf jeden Fall viele Vierer, paar Einer, eventuell auch ein paar Zweier. Das ist immer abhängig von was ich was brauche. Meistens ist es dann von Eisen, beziehungsweise dass es komprimiert wird und als Blöcke da reinkommt. Eventuell wird dann auch Vierer Blöcke draus kommen, weil ich werde die upgraden. Das bleibt nicht aus. Können wir schon mal Dwarf Storage eingeben. Und da brauchen wir jeweils 4 Kisten für plus in der Ecke. Das heißt, wir können uns auf jeden Fall schon mal ein Stack Kisten auf jeden Fall hier gönnen. Das brauchen wir auf jeden Fall. So, da brauchen wir. Nehmen wir den Octor die. Machen wir mal 16 Stück, können wir schon mal, sind 64 Stück. Da haben wir schon mal die erste Sache. Ich glaube, da machen wir. Ich würde sagen, da machen wir gleich noch. Ah. Das wird klar, dass du das nicht direkt da einordnest. Dann machen wir es halt so, wieder per Hand. Ist ja nicht schlimm. Kisten, Doors, zack. 16 Stück haben wir. Perfekt. Jetzt würde ich sagen, machen wir noch ein paar Zweier. Gibt es keine Zweier hochkant, es gibt nur Zweier links. Okay, das kostet 2 Kisten. Na, das reicht nicht. Ich würde gerne halt mehr machen. Ob ich jetzt einen Stack davon mache oder einen halben Stack, das glaube ich. Ich glaube, ich mache davon einen halben Stack. Jetzt habe ich natürlich Kacke gemacht mit dem Sortieren hier. Da gibt es immer eine oder zwei, da gibt immer zwei raus. Das heißt, ich hätte schon hier die Hälfte nehmen können. Das war jetzt zwei oben und unten. Also so. 16 Stück. Ich hätte gern 32. Achte plus Achte. Passt perfekt. 32 davon. Und ich würde sagen, auch noch 32 von den einzelnen. Da brauchen wir nur
Da brauchen wir nur eine Kiste, okay. Und man sieht auch gleich, das ganze Holz geht auf jeden Fall weg. Gibt es auch zwei raus? Oder? Ne, da gibt es nur einen raus, okay. Dann haben wir uns noch ein davon, zack. Ich vermute mal, reicht das Holz gerade mal so aus. Super, gut. Jetzt geht das große Finale los. Ich brauche noch den Controller. Da ist er. Da brauchen wir mal Stein, Dir, irgendeinen Controller. Da müssen wir noch welche machen. Wir brauchen ja sowieso welche hierfür noch. Das heißt, ich hole da noch ein paar her. Sicherlich. Also das wird jetzt auch so, wie gesagt, so eine Sache vom Lager her, wie das halt noch passieren soll. Dass ich da auf jeden Fall zugreifen kann. Ich glaube, ich kann da nicht so drauf gucken, wie ich das haben will, aber ich habe zumindest sortiert und offen. Nicht, dass ich in den ganzen Kisten alles doppelt und dreifach habe. Und es macht auf jeden Fall mehr Sinn, dass wir das haben. Dann schließen wir alles ab, kommen überall dran und fertig. Und so soll das im Endeffekt dann noch besser sein. Nochmal sortiert oben, keine Kisten mehr, keine Beschilderung, ist alles da. Alles sichtlich. Erkennt ihr? Und alles, was ich brauche, kommt einfach in Kisten rein vom Better Chest. Da haben wir massiv von. Kann man jetzt hier sagen, okay, mal noch eine Kiste. Ah, das ist nervig. Gibt es denn hier unten keine? Hier. Damit geht's. 1, 2, 3, 4. Machen wir das so. Sollte das auf jeden Fall reichen, ja. Haben wir noch gesagt. Ein paar Steine. Die wir gleich ins Set nehmen sollen. Redstone habe ich gesehen. Das, was wir auf jeden Fall brauchen. Diamanten. Redstone. Dias und Emeralds haben wir noch so okay. Es geht gerade so, weil man braucht halt 4 Stück pro Ding und das ist schon insane viel, dass ich dann gucken kann, dass ich, wie ich welche auf jeden Fall da hinkriege. Wollte Impasticks, danke. Warum hier Cobblestone, das weiß ich nicht. Das ist ja wie gesagt Cobblestone, da braucht man Arsch viel von. Fürs damit, Leute. Danke. Mal gucken. Wir haben jetzt Eisen plus ein Dia ist da drin. Also die Eisen werden auf jeden Fall verschwinden. Ich kann die, glaube ich, auch nicht upgraden, ne? Ne, dann muss ich die alten. Kann ich den alten dann wieder zurückwandeln oder so? Ne, gut. Dann sind halt Eisen in den Schwachen drin. Dann geht's eigentlich relativ ganz okay. Ich nehme mal die Werkbank dafür. Brauche ich nur ein oder zwei? Da brauche ich zwei für, okay. Gibt es doch. Gar kein Problem. Ah, das sind Comparator, ne? Ah, kacke. Das sind keine Dinge, das sind Comparator. Da haben wir natürlich was in was reingegriffen, was ich. Doch. Weil die liefen nämlich, glaube ich, so, ne? Ja. Dachte ich mir. 2, 3, 4, 5, 6. So. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Da sind mich Compoet am Start. Das ist natürlich lustig. Ne, da gib mir doch mal bitte hier so ein. Nehmen wir mal noch welche behalten. Da haben wir den Controller. Der ist am Start. Der wird auf jeden Fall befüllt. Und dann können wir damit arbeiten. Es gibt nämlich kein Displays und sowas gibt es ja nicht. Aber das macht ja nichts. Dann legen wir den Controller mal. Wo lege ich den fest? Ist hier offen? Ist das ein Zuhörblock oder ein offener Block? Das ist ein Zuhörblock, okay. So, dann können wir nämlich hiermit anfangen. Da kann man hier jetzt nicht zugreifen, aber da könnte man alles. Aber wo alles einfüllen? Kann ich dann knicken? Müssen wir andersweitig machen. Nichtsdestotrotz, wir müssen jetzt erstmal hier ein bisschen Platz schaffen. Ich würde mit. Hier würde ich volle 4 hinpacken. Ich packe jetzt gerade mal dahin, wo ich Platz habe. Alles hin. Ich weiß noch nicht, wie hoch die Reichweite davon ist. Erstmal dahin klatschen, wo ich es brauche. Zack. Guck mal, ich kann sogar die Kisten öffnen, lol, okay.
Das sind natürlich Sachen so, ja, sortierst es ein, die Charts. Natürlich geil, ist absolut geil. 2, 3, 4 hast du hier, 3 und 3. Kannst du einpacken. Kannst auch Chart plus Ding machen, dann hast du 6, dann hast du 12, dann hast du 3 Dinger voll. Geht ja mal plus, 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 plus. Das sind 12 Fächer. Die kriegst du unten, da sind 3 Dinger davon. Da kriegt man alles mit unter. Der Kontrolle sollte nicht hin. Ja, und hier sollen dann im Endeffekt die ganzen, vorerst mal die ganzen kleinen hin. Hier ist das gleiche Prinzip. Hier machen wir nur, da wo was ist, machen wir was hin. Ich sortiere das gleich ganz in Ruhe ein. Als die Kisten nach und nach weg. Das war schon auf jeden Fall ein kleiner Erfolg. Komm, da die Ecken, die bleiben offen. Ist natürlich klar, aber die Fenster bleiben natürlich auch offen. Die sollen natürlich jetzt nicht zugemacht werden. Okay, geht's dann um die Ecke. Hier vorne, ich weiß nicht, ob ich dann hier vielleicht den Controller hinsetze. Könnte ich ganz gut klappen. Ich soll alles reinschmeißen und der sortiert alles in beide Richtungen. Zur Not müssen wir eine Slave einbauen, die das dann weitermacht, müssen wir eine Reihe abcutten, Slave rein und dann wird er sich schon finden. Ich würde aber sagen, ich mache das jetzt zu Ende und wir sehen uns gleich, beziehungsweise bei der nächsten Folge, wenn es dann hier weitergeht, beim Lager. Bis dahin, euer Flash-TP und ciao, ciao.